Hi Leute, ich bin Mailand, willkommen zurück auf meinem Kanal, schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Diesmal spielen wir T100LT. Ich möchte in diesem Video nicht nur den T100 etwas ausführen oder näher vorstellen, sondern ich möchte auch über Lights oder insbesondere 10er Lights in World of Tanks im Allgemeinen sprechen, weil ich finde, bei der Klasse existiert eine Menge Nachholungsbedarf oder Nachholarbeit, die WG dazu leisten hat, um diesen Fahrzeugen wieder etwas mehr Sinn zu verleihen. Let's go! Ein ganz kurzer Blick noch auf den Adventskalender darf natürlich auch nicht fehlen. Heute der Scorpion ohne G, nicht die gedrosselte Variante, sondern Scorpion mit Full Power. Ja, was soll ich sagen? Einer der stärksten Achter meiner Meinung nach. Wenn man weiß, was man tut, wenn man Positionsspiel beherrscht, wenn man Karten sehr gut kennt, wenn man das Spiel gut einschätzen kann, wenn man einfach ein erfahrener Spieler ist, würde ich sagen. Ja, weil man hat keine Panzerung, man ist dafür aber sehr mobil und hat eine der stärksten Kanonen auf die 8. Ich habe im letzten Stream damit erst 8500 Schaden gemacht und bin irgendwie eine entspannte Eco-Credit-Session mit 3500 Average gefahren. Gut, ist nun nicht jeder Mailand, aber ich denke, Credits einfahren ist mit nur wenigen Panzern so einfach wie mit dem Scorpion G. Also, wer den noch nicht hat und wer sich in der Lage fühlt, diesen Panzer gut spielen zu können, ihr solltet zuschlagen. Super Angebot. Nun, bevor wir starten hier, zwei Dinge vorweg. Zum Ersten, ich lese so gut wie alle eure Kommentare, auch wenn ich nur auf einige antworte, könnt ihr sicher sein, dass ich euer Kommentar zur Kenntnis genommen habe. Und was sich viele von euch wünschen, was ich gesehen habe, ist, dass ich kurz auf Equipment und Crew eingehe und dass ich unbedingt die Battle Stats wieder einblende. Ist euch das wirklich so wichtig? Aber gut, wenn ihr euch das wünscht, dann mache ich das natürlich gerne. Gar kein Problem. Equipment ist natürlich bei so einem Light äußerst wichtig. Ja, das ist das, was diesen Panzer zum richtigen Light macht, was ihn so richtig unsichtbar macht und maximal weit schauend macht. Ach, das klingt bekloppt. Egal. Zumindest zwei Equipment-Sets auf diesem T100. Also Lights sind generell die Klasse, die von diesen zwei Equipment-Sets eigentlich am meisten profitieren, weil einmal reinrassiger Scout und einmal eher so eine Art Medium-Light-Hybrid. Auf meinem Scout-Setup habe ich das CVS am Anfang drauf, im Aufklärungsslot, um es maximal zu nutzen. Dann noch eine Lüftung und eine Optik. Das heißt, maximale Sichtweite bei, naja, nicht maximaler Tarnung, weil da müsste ich statt der Lüftung ein geräuscharmes Abgassystem mit einbauen. Ich habe dieses CVS drin, ich habe ja mal vor einer geraumen Zeit ein Video dazu gemacht, wo ich erklärt habe, dass es sich nicht so richtig lohnt. Mittlerweile muss ich sagen, ich fahre CVS eigentlich auf jedem reinrassigen Scout ziemlich gerne. Nicht aus dem Grund, um jetzt damit besser spotten zu können oder so, weil du outspottest generell mit Light alles Mögliche, was irgendwie kein anderer Light ist. Aber ich nutze es einfach, um diesen ganzen gegnerischen Light-Spam zu kontern. Ja, du hast ja eigentlich in jeder zweiten Runde hast du pro Seite 3 oder 4 Lights, was zu viel ist. Und das ist das 1A oder das beste Equipment, um andere Lights zu outspotten oder basically einfach eher zu sehen, als sie einsehen. Ja, deswegen habe ich das primär drin. Ja, mein zweites Setup ist eher so das Startkarten-Setup oder alles, wo man nicht primär spotten muss. Habe einfach noch einen Ansitzer drin, denn Stabi braucht der T100 nicht. Ja, bei der Crew muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Das Wichtigste ist bei einer Light-Crew Brothers in Arms, also Waffenbrüder. Das verbessert alles nochmal ein bisschen. Dann Tarnung, äußerst wichtig. Ja, wenn wir hier auf den Tarnwert schauen, der ist bei 42%. Und wenn ihr mal schaut, was der Tarnwert davon ausmacht, oder was dieser Tarn-Skill davon ausmacht, fast 16%. Ja, also ein Drittel dieses Skills kommt hier durch diesen, dieses Tarnwertes kommt durch den Skill zustande. Deswegen auf allen Crewmitgliedern ganz wichtig, Tarnung. Würde ich sogar als erstes skillen, ja, weil diese Unsichtbarkeit ist ja eure Stärke und das, was euch von den ganzen anderen Panzerklassen praktisch differenziert. Ja, deswegen ganz, ganz wichtig. Ja, und dann noch solche Späße wie, ja, wenn man genügend andere Sachen hat, wie Sichtweiten-Perks und Repairs und so weiter und so fort. Aber an sich, Tarnung, Waffenbrüder und das Ding ist so gut wie voll einsatzbereit. Alright, mehr gibt's eigentlich zum T100 nicht zu sagen. Die zweite Sache noch, bevor wir hier mit dem Video starten. Ich habe auch gesehen, dass unter dem Jagdtiger-Video, glaube ich, weiß gar nicht welches es war, ging es um meine Videoserie mit How to make World of Tanks better. Ich habe da tatsächlich noch keine Videos aufgenommen, aber ich bin schon ziemlich lange dabei, mir einfach diese ganzen Punkte, die ich so im Kopf habe, zu notieren. Also eine Art Skript ist schon geschrieben. Das Ding ist bloß, dass so eine Produktion ziemlich aufwendig ist und jetzt gerade mein Adventskalender passt es nicht gut rein. Aber ich denke, Anfang kommendes Jahres könnt ihr euch darauf freuen. Das wird eine mehrteilige Serie werden, wo ich einfach meine Gedanken schilder, meine Situation im Spiel so ein bisschen schilder und versuche
mit meinem Empfinden oder von meinem Standpunkt aus zu beschreiben, wie ich das Spiel besser machen würde. Ja, da geht es um alle möglichen Punkte, Ökonomie im Spiel, Grinden, Panzer, Eigenschaftenkarten und so weiter und so fort. Darauf könnt ihr euch freuen. Ja, aber habt ein bisschen Geduld. Wenn ich das mache, dann mache ich es richtig und dann dauert das auch seine Zeit. Okay, gut, dann kannst du jetzt losgehen. Jawohl, erste Runde, erstes Match, darauf habe ich jetzt übrigens, weiß nicht, 5 Minuten in der Queue gewartet, nee, 5 waren es nicht, ungefähr 4 Minuten oder so, ja, und ich sehe natürlich, oder direkt in der ersten Runde wird mir wieder bewiesen, warum ich eigentlich mit einem Medium besser beraten bin in WoT, sage ich mal, in 9 von 10 Runden, als mit einem Light. Es ist eine freaking Startkarte, ja, und okay, ich kann hier jetzt ein bisschen spotten und so weiter und so fort, aber letztendlich, da wo das Gefecht entschieden wird, ist irgendwie im Shootout, in irgendwelchen Korridoren, wo ich mit meinem Light natürlich einfach nur komplett alt aussehe, ja. Und das ist schon mein, oder eines meiner Hauptprobleme mit Lights mittlerweile im Spiel. Karten sind einfach zu klein, Karten sind zu verwinkelt, so dass man diese Stärke der Lights, sprich Sichtweite, Mobilität, Tarnwert, eigentlich kaum irgendwie ausnutzen kann. Oder diese Werte, die Eigenschaften dieser Panzer, die sie zu dem machen, was sie sein sollen oder was sie sind, ja, einfach nicht ausnutzen kann, ja. Ich weiß gar nicht, was man hier groß auf Minsk macht. Man kann da irgendwie im Busch rumstehen, man kann hier relativ gut driften. Ich habe auch gesehen, dass hier bietet sich gut als Skatepark, ja, aber sonst machst du hier eigentlich, glaube ich, nicht viel. Ja, aber gut, wir haben ein bisschen Zeit, um hier zu plaudern und ich gehe mal weiter oder führe meine Gedanken zu den Lights einfach mal ein bisschen weiter aus. Ihr könnt euch vielleicht erinnern vor... okay. Alles klar, da steht wohl irgendjemand anders im Busch, der mich gespottet hat. Gut, dann stellen wir uns einfach irgendwo weiter hinten in den Busch rein, wa? Und snipen von dort. Cool. Aha. Das sieht auch hübsch aus, da hinten. Da sitzen zwar schon TD und Medium drin, aber schadet ja nicht, da sitzt jetzt auch noch ein Light mit drin. Der EBR hatte mich gesehen da drüben, der hockte da wahrscheinlich in irgendeinem Busch. Alright. Congrats. Zumindest. Ihr könnt euch vielleicht an die Zeit erinnern, da hatte WG mal einen Patch auf den Sandbox getestet und sie hatten alle Sichtweitenwerte radikal verringert. Ja? Ich weiß nicht, 10er Heavies hatten so eine Basissichtweite von 300 Metern, 10er Mediums irgendwie so von 350 Metern und Lights so, wie sie jetzt sind. Ja, TDs waren auch ziemlich blind oder zumindest blinder, als sie heute sind. Ja? Und ich fand diesen Ansatz sehr interessant, den WG da getestet hat. Und ich denke, das ist ein richtiger Ansatz, der leider aber nicht weiter verfolgt wurde. Ja, ich finde, die Sichtweite ist ein Wert oder eine Eigenschaft, die viel zu übersättigt ist oder die einfach gesättigt ist auf Stufe 10. Ja? Jeder Medium mit, selbst ohne Optik, ja, kommt auf 450, 460 Meter Sichtweite. Mit Optik kratzen die Sichtweitenwerte von den meisten Mates schon an den 500 Metern. Ja, was bringt mir das dann mit meinem Light 500 Meter Sichtweite zu haben, wenn das jeder zweite andere Medium auch hat? Ja, versteht ihr, was ich meine? Es ist einfach nichts Besonderes mehr, so viel Sichtweite zu haben in diesem Spiel. Wenn man dann noch mit reinzählt, dass halt die Karten relativ klein sind, man diesen guten Topspeed überhaupt nicht mehr groß ausnutzen kann, weil, sage ich mal, in einer kleinen Karte, ne, macht der Geschwindigkeitsunterschied jetzt keinen großen Unterschied. Ein Medium ist 3 Sekunden später in der Mitte als ich, was ihm jetzt keinen großen Nachteil verschafft oder mir zumindest keinen großen Vorteil verschafft. Ja, und diese... dieser Vogel in seinem EBR, Mann. Und diese Idee, die WG da getestet hat, oder diesen Ansatz, den halte ich für sehr richtig und eigentlich eine Idee, auf der man weiter aufbauen sollte. Weil, stellt euch mal vor, Heavys wären relativ blind, ne, kommen so mit allem drum und dran, mit einem Equipment vielleicht auf 400 Meter Sichtweite, ja, können gerade so sehen, was da so rumfährt, wie so ein Maulwurf, müssen sich so ein bisschen durch die Gegend tasten, aber ich meine, dafür haben sie AP, dafür haben sie Panzerung und dafür haben sie vor allem diese ganzen Korridore auf 90% der Karten, wo sie Tarnwert und Sichtweite eh, oder wo Tarnwert und Sichtweite eh null Rolle spielen, ja, überhaupt keine Rolle spielen. Ja, und ich meine, wenn sich ein Heavy hier übers offene Feld bewegt, selber schuld. Du hast links und rechts genügend Platz, um da irgendwie deine schlechte oder nicht vorhandene Sichtweite und nicht vorhandenen Tarnwert zu umgehen. Ja, das ist so viel dazu, was das angeht. Ja. Und zweiter Punkt sind die kleinen Karten. Ja, ich meine, Topspeed von dem EBR, hier sind die EBRs, ne, das ist wie, keine Ahnung, wie so Rennautos, die irgendwie in der Stadt gehalten werden, ja, und die du nie voll ausfahren kannst. Der EBR, der fährt sich die ganze Zeit da im Kreis, ich stehe wie so ein Idiot im Busch und komme auch nicht wirklich dazu, irgendwas zu machen. Ja, also die Rolle,
dieser Lightings oder die Essenz, das, was das Lighting-Gameplay ausmacht, kannst du halt einfach null nutzen oder null umsetzen auf 9 von 10 Karten. Eigentlich die einzigen Maps, einzigen zwei, vielleicht drei Maps, wo Lights wirklich noch Lights sind und diesen spielentscheidenden Unterschied machen können, ist ganz klar Prokhorovka, Malinovka und eventuell Murovanka, wenn man so möchte. Ja? Aber auf allen anderen Karten ist der Light, sage ich mal, ziemlich unentscheidend. Ja, da gewinnt ein Medium oder ein Heavy das Gefecht. Ja, da, was der Light da macht, ist völlig belanglos. Ja? Und deswegen ist die Rolle der Lights einfach ziemlich sinnfrei. Eine Sache, die jetzt in dem Gefecht nicht groß wirklich zur Geltung kommt, aber die, sage ich mal, in jedem zweiten WoT-Gefecht zur Geltung kommt, ist einfach das Matchmaking. Warum zur Hölle, Vicky? Warum kriegt ihr es nicht hin, einen Lightcap von, sage ich mal, 2 pro Seite einzuführen? Was zur Hölle ist daran so schwer? Klar werden dann die Queue-Times länger. Ja, natürlich werden die Queue-Times länger, aber das ist ja auch in Ordnung. Ja, man, zum Beispiel, ich habe kein Problem damit, 30 Sekunden länger auf eine Runde zu warten, wenn ich weiß, ich bin nicht mit 4 EBRs oder gegen 4 EBRs gematcht und meine Funktion, meine Rolle kann ich tatsächlich in der Runde ausspielen und ich werde nicht die ganze Zeit von irgendeinem kleinen Möchtegern Tony Hawk genervt, der hier irgendwelche Stunts über mich rüber macht. Versteht ihr, was ich meine? Und ich kann auch gemütlich in meinem Busch sitzen, spotte den Gegner leid rechtzeitig und habe genügend Zeit, um auch wieder auszuweichen und wegzufahren. Ja. Diese EBRs sind halt wirklich eine Pest und machen dieses Light-Gameplay einfach komplett zur Sau. Einfach nur, weil sie nochmal deutlich schneller sind als alle anderen Lights. Deutlich schneller hinkommen oder irgendwo wegkommen und somit halt irgendwie alles, was Light im Namen hat oder sich als Light irgendwie beschimpft, komplett, was heißt outplayen können, aber kontern können, so dass man halt gar nicht vernünftig mit seinem Light unterwegs sein kann oder die Rolle des Lights spielen kann. Ja, und wenn du dann 3 oder 4 davon pro Seite hast, what the fuck, Vicky, was raucht ihr bitte? Wie kann man denn eine so wichtige Klasse, einen so essentiellen Bestandteil des Spiels für so lang so ignorant einfach behandeln oder das einfach so sehr ignorieren? Ja, verstehe ich überhaupt nicht. In der Runde zum Beispiel, ja, keine Ahnung, der EBR hatte da seinen Spaß, der ist da mal fleißig rübergejumpt. Ich frage mich, hätte ich hier in dem Medium mehr gemacht? Ja, auf jeden Fall. Überall hätte ich hier in dem Medium 10-mal mehr gemacht, glaube ich. Hätte mehr Schaden gemacht, hätte halt wirklich kämpfen können. Im Light musst du halt immer gucken, dass du ja nicht irgendwie jetzt hier oder da dem Medium vors Rohr fährst und TD vors Rohr fährst, weil du halt lang nicht die Überlebensfähigkeit hast, wie das jetzt irgendwie ein Medium oder ein Heavy hat. Ja, gratulationartig hast du den Light noch geschnappt. Wunderhübsch. Okay, ihr merkt schon, ziemlich viel Gelaber in diesem Video. Dazu wird es nochmal ein gesondertes Video geben als Teil dieser Serie. Aber Light-Gameplay oder generell Light, die Klasse und insbesondere auf Tier 10, ist für mich komplett am Arsch. Da ist so viel Überarbeitungsbedarf, so viel Nachholbedarf, der da vorhanden ist. Und ich finde es schade, dass diese so wichtige Klasse so komplett belanglos geworden ist mittlerweile. Post Battle Result Screen für alle, die es interessiert. Ja, wer hat da schlau draus? Fein, guckt es euch an, die Zahlen. Jetzt habe ich sehr viel gemeckert. Meckern kann jeder. Konstruktive Verbesserungsvorschläge bringen, ist das, was, glaube ich, allen ein bisschen weiterhilft. Eines der wichtigsten, einfachsten und effizientesten Veränderungen wäre einfach dieses Lightcap. Ja? Sorgt dafür, dass es in den meisten Gefechten maximal 2 Lights pro Team gibt. So fühlt sich der Light viel mehr wertgeschätzt. Ja, er jodelt sich nicht irgendwie in Tod. Die Konkurrenz unter den Lights, sage ich mal, entfällt. Und man kann, die Lightfahrer fühlen sich einfach mehr wieder ihrer Rolle zugeordnet. Oder das Lightfahren wird wieder bedeutender, wird wichtiger. Okay, ich versuche mich mal ganz kurz hier zu konzentrieren und versuche hier ein bisschen Hinweise zu geben, wie man Redshire meiner Meinung nach ziemlich gut spielen kann. Ich sehe, dass unser ELC Richtung rechts abbiegt. Er wird wahrscheinlich da drüben die Cross-Leute spotten, die auf dem Cross fahren. Ich werde gleich versuchen, hier in die Mitte reinzufahren, eine meiner Lieblingspositionen, und versuchen, alles zu spotten, was da hinten irgendwie lang pusht. Ganz genau, Leute wie den Face beispielsweise. Ja, und ich bin relativ offensiv hier, weil ich versuche, noch irgendwas dahinter zu sehen. Etwas, was da noch weiterfährt. Um da schon die ersten Schüsse anzubringen. Jawohl. Schöne Hits von Burask. Da spottet sich die auch selber, die Gegner. Okay, wunderbar. Und unser Even ist leider draufgegangen da drüben. Ich weiß nicht, warum er jetzt draufgegangen ist oder was ihn da gekontert hat. Aber ich sehe, dass sich da drüben, glaube ich, gerade mehr machen kann. Ich kann die Heavy spotten, die da hochfahren, die da hochcrossen.
Ja, und da können unsere beiden Skorpions hier reinhalten. Die freuen sich natürlich über jeden über jedes aufgeklärte Ziel. Und ich freue mich natürlich über den Aufklärungsassist. Ja. Jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich hier nicht irgendwie auch in eine Falle tappe, so wie das der Even gemacht hat. Oder wie es dem Even widerfahren ist. Ah, die Gegner Heavy sind alle auch schon durch, okay. Ja, ganz wichtig, alle Bäume umfahren und versuchen als Deckung zu nutzen. Oder als Sichtschutz zu nutzen. Jetzt habe ich den offen, ne? Jo. Okay. Hätte nicht gedacht, dass ich hier schon aufgehe. Vielleicht hockt da oben irgendwo einer, der mich spottet. Ist aber in Ordnung. Ja, jetzt habe ich meine Aufklärungsarbeit hier, sag ich mal, so ein bisschen geleistet. Und kann jetzt den Jungs eigentlich hier richtig gut ins Heck schießen, ja? Die sind wahrscheinlich dann dazu gezwungen, sich umzudrehen. Was wiederum dafür sorgt, dass unsere Leute dann frontal auf sie reinschießen können. Sehr gut, ganz genau so. Auf den Kranwagen habe ich keinen Bock. Deswegen mal fix abtauchen und versuchen, ganz kurz hier wegzufahren. Kranwagen, ja, hat jetzt nicht wirklich eine Option, außer wegzufahren, weil er sich ja zu mir umgedreht hat. Entspannt, Kranwagen aus der Fahrt. Trackshot, verstehe. Hadi, ich glaube, er sieht mich nicht mehr, ne? Unsichtbarer Lightstalker. Kranwagen, hallo. Einen hat er noch drin, den würde ich mir nur ungern fahren. Der Kranwagen wird sowieso gleich überrannt, deswegen kann ich den da auch getrost stehen lassen, glaube ich, so wie er ist. Und unsere Jungs den erledigen lassen, den Typen. Da guckt er. Den schenke ich dir nicht, den letzten. Jawohl, gut gemacht. Stark gespielt von Murask, sofort offensiv mit aufgerückt, klasse. So, was steht er da? Okay, die Genauigkeit ist ziemlich schlecht auf dieser Kanone. Ist aber auch gut so. Wäre das Ding noch genau, dann könntest du ja fast so einen kleinen Mini T100 Leopard daraus bauen hier. Jawohl, der Schuss sitzt. Er ist raus. Sehr schön. Gefecht geht wieder ultra schnell. 3 Minuten, 5:2. Liegt zum Teil auch daran, dass diese Karte einfach extrem unausgeglichen ist. Ja. Ich meine, die gegnerische Flanke, die hat ja kaum eine Chance hier, sich da irgendwie zu behaupten. Ja, T100 hier. Kommt sein Revier verteidigen. Aber du, ich zisch da einfach mal drüben ran. Ich glaube, ich habe genügend Tanks hinter mir. Und mach da mal ein bisschen Druck hier. Jawohl, immer schön drauf da. Ein bisschen Eier, ein bisschen A und ein bisschen D noch mit anbringen. Autoraim auf den gegnerischen T100 und dann passt das hier alles, ne? Ganz easy. So, ich werde mich jetzt tatsächlich mal hier so hinstellen. Weiß nicht, ob die ISU mich treffen kann. Ich glaube nicht. Und wir versuchen mal, diesen T100 hier anzugehen. Okay, abgeprallt. Ist natürlich entspannt. Gut. Ja, unser Team rückt hinten durch und der T100 kommt jetzt wirklich in Bedrängnis. Ja, macht er gut, macht's nicht schlecht. Ja, muss ich langsam gleich mal umdrehen, weil hinter ihm steht ein bisschen was. Alles klar, jetzt kommt der Brask auch noch rangejodelt. Also Leute, ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht hier von euch, liebe Teammates. Meines Erachtens nach hätte man den doch längst killen können hier, diesen T100. Aber gut, dann vielleicht auch nicht. Jetzt will er mich, jetzt spielen wir Ringerei hier um den Felsen. Jawohl. Fein, fein, du. Und da war's aus. Ja, danke Teammates, danke. Adi hilft mir auch, wunderbar, ich danke vielmals, thank you. Erst hilft gar niemanden, dann sind sie alle am Start, wunderbar, genauso muss das, jawohl, endlich. Gottes Willen. Das ist eine fucking sinnlose Runde, ey. I don't know. Tatsächlich eine super Leitkarte, ne? Aber die Runde war sehr unausgeglichen. Weil halt auch die Karte sehr unausgeglichen ist. Und dann kannst du den Gegnern eigentlich auch nicht wirklich großen Vorwurf machen, dass sie da nichts reißen, einfach nur weil es sehr schwer ist für die Gegner was zu reißen. Da müssen sie schon sehr viel richtig machen. Und in einem dreistufigen Gefecht, ja, ist es schon besonders schwer, da ein knappes Gefecht rauszuholen. Ja, Badget ignoriert mich, das ist natürlich nett, dankeschön. Dann hole ich dich doch gerne raus hier. Okay, alles klar. Auto eben auf 3 Meter, geht vorbei. Interesting, was machst du? Du bist im Reload? Ah, ich weiß es nicht. Progetto kommt rein, hat auch nochmal Bock. Nix wird. G-Sway hinten. Schlängelt sich noch durch die Häuser durch. Eieiei, 14:2. Gottes Willen. Ah gut, hier habe ich wirklich nicht viel gemacht in der Runde. What the fuck, wie ging das so schnell? Ich kann gar nicht wirklich nachvollziehen, was hier passiert war. Gut, wir haben aber auch deutlich mehr Panzerung in unserem Team. Stritzwagen gegen Badger, 50B gegen Rhino. Naja, vielleicht auch das Matchmaking ein bisschen ausgeglichen, aber I don't know. Ja, hätte mir eine etwas knappere Runde gewünscht, weil Redshire ist generell, ne, viele Büsche, viele offene Flächen und so sind generell Eigenschaften an Karten oder Merkmale an Karten, wo man halt Lights besonders gut ausspielen kann. Aber gut, ja, schnelle Runde. Ghost Town mit ganzen 6 Go-Karts in dieser Runde.
Viele Leute fahren ja gerne diese Buschreihe an. Für mich ist es ja eher eine Suizid-Buschreihe. Wenn du den Gegner Light da spottest, da meist Proxy und die meisten Lights, die sind ja nicht langsam unterwegs, sondern die fahren da Vollgas durch. Das heißt, man wird sich gegenseitig meist aufklären, was halt dafür sorgt, dass man ziemlich oft da einfach stirbt. Ja, einmal gekettet auf dem offenen Feld und schon ja, kriegt man da relativ schnell auf den Sack. Okay, was ich sehr gern mache oder viel lieber mache auf der Karte, ist in dieses Gebüsch reinzufahren. Man kann dabei Medium spotten, die da hinten lang fahren und die Leute aus der Stadt können da schon mal sehr gut draufballern. Ja, unser TR-100 macht das Gleiche, das ist in Ordnung. Der sollte mich nicht gesehen haben. Jawohl, er versucht ja auch direkt zu kontern oder ranzuballern. Interessant, habe ich so noch nicht gesehen. Ganz genau, TVP. Ich spotte selbst die Leute, die da in die Stadt fahren. Bin mir nicht ganz sicher, was dieser TN-100er macht. Es wäre natürlich cool, wenn wir hier schon Leute hätten an dieser Ecke, die da reinballern könnten. Oder selber Leute hätten, also Mediums hätten, die da oben reinschießen könnten. Ja, let's go, Jungs. Let's go, let's go, let's go. Haltet mal rein dort, Udes. Hast Bock? Der fährt gleich noch was rüber, Udes. Ah, sehr gut. Einen halben Assist bekommen. Jetzt Kranwagen. Was ihr euch merken solltet hier aus diesem Move, wenn ihr kein Light spielt, solltet ihr immer einen großzügigen Bogen außenrum fahren. Ne? Weil wenn ihr straight hier hochfahrt und da Leute in der Stadt stehen, kann man sehr, sehr schnell platzen. Gleiches gilt natürlich für die Überfahrt in der Stadt. Wenn man da unterwegs ist, versuchen diese Überfahrt zu meiden oder nur mit schnellen Panzern zu machen. Alternativ diesen Haken nehmen, da ist man komplett safe und bleibt hier von ersten Schüssen in die Seite verschont. Ja. Unser AMX hat das ziemlich intelligent gemacht. Ich glaube, der wollte auch erst hier hinfahren, hat sich direkt rüber verlagert und chillt jetzt da drüben relativ passiv in der Buschlinie. Das ist auch okay. Ich würde mich freuen, wenn unsere Mediums vielleicht hier diesen TN-100 irgendwie unter Beschuss nehmen könnten. Der 62er, ich meine, er hat nichts wirklich aus der Stadt zu befürchten, weil ich spotte ja alles, was aus der Stadt piekt. Das heißt, wenn er aufgeht, kann er sich eigentlich einfach nur zurückziehen und dann ist alles Gucci. Okay, 907 haben wir verloren. 907 in der Stadt ist auch sehr interessant. Okay. Weiß nicht, was er da gemacht hat. Okay, kommen wir wieder zum ursprünglichen Thema zurück, zu den Lights. Ja. Kartendesign, ganz großes Thema und es gibt eigentlich kein Stream und kein Video, in dem ich mich nicht über dieses Kack-Map-Design in WoT aufrege. Nun ist natürlich die Frage, wie macht man das für Lights besser, wie gestaltet man es für Lights angenehmer? Man kann natürlich nicht alles irgendwie zu Prokhorovka oder Murovanka umbauen, ja, und einfach auf allen Karten jegliche Deckung irgendwie entfernen. Das bringt natürlich überhaupt nichts. Dann machst du zwar den Lights einen Gefallen, aber allem anderen halt natürlich nicht. Ja. Und da gilt es halt ganz klar, einfach das Matchmaking so anzupassen, dass es nur ein Light pro Karte gibt, sage ich mal, ne, der dann auf, weiß nicht, selbst auf diesen Stadtkarten wie Minsk oder so, was wir vorhin hatten, irgendwie trotzdem noch mitspielen kann, der vielleicht hier und da eine abgelegene Position nutzen kann, irgendwie sowas, damit er nicht komplett untergeht. Ja. Wird er dadurch viel mehr Einfluss haben im Spiel? Nein, natürlich nicht, aber ich denke, er kann einfach ein bisschen besser mitspielen, muss nicht die ganze Zeit irgendwie ultra zurückhaltend spielen oder irgendwo im Busch locken. Was dazu noch, oder was da noch dazu kommt, was eigentlich für mich noch viel wichtiger ist, ist wieder dieses Sichtweite-Nerven, weil Sichtweite ist einfach komplett übersättigt auf Stufe 10. Ja, ein gutes Tier für Sichtweite ist so Stufe 6, Stufe 7. Ne? Die Mediums, die, sage ich mal, haben durchschnittliche Sichtweite, die können vielleicht mit allem drum und dran kommen sie auf 420 Meter, Lights kommen auf ihre 450 Meter, ne, und Heavys eigentlich nicht mehr als 400 Meter und genauso sollte es eigentlich auch auf Stufe 10 sein. Das dient dazu, dass halt Lights auch Stealth feuern können, das heißt Lights können schießen ohne aufzugehen, einfach nur aufgrund des Abstandes zum Gegner, der halt, geht's dem gut hier, den Kollegen, oder versuche ich mal zu tracken hier, nicht ganz. Bisschen los, der Kollege, oder? Ja, was ist denn deins hier, Mann? Oh ja, dann mal kurz das Amorek ziehen. Alles klar, mein Bester. Gut. Kranwagen kommt von hinten. Ich muss hier definitiv weg. Werden wir wahrscheinlich noch einen Schuss fangen müssen vom Leo oder vom STB da oben. Okay, ich bin unspotted. Das sollte jetzt passen. Okay, zumindest Sichtweite einfach generell nerven. Ja, somit kann man auch auf relativ kompakten Karten, auf kleinen Karten, sage ich mal, 400 Meter Abstand kann man relativ oft irgendwo finden, ne? Hier zum Beispiel oder sowas. Heavys können einem einfach nicht spotten, ja. Ich meine, ich kann in dieser Stadt auch nichts machen die ganze Zeit. Deswegen will ich halt auch hier auf einem offenen Feld meine Vorteile nutzen können als Light. Ja, wenn der Heavy da aus der Stadt rausfährt, dann sage ich mal selber schuld. Oder wenn die jetzt raus pushen müssen, dann kann der Light halt nochmal seine Stärke ausspielen, aber ich finde es halt total bekloppt, dass jeder zweite Light oder
Medium oder Heavy, wollte ich sagen, nicht Light, Sichtweiten von jenseits von 400 Metern hat. Ja, das ist halt, ist ziemlich dumm, meiner Meinung nach. Ich weiß auch gar nicht, warum wir dieses Gefecht schon wieder so hardcore verlieren hier. Was ist denn hier passiert, Leute? Gut, ich bringe meine Schüsse auch nicht an, die ich hätte anbringen sollen. Jetzt hätte ich natürlich wieder viel lieber ein Medium. Ja, das Thema, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Mit einem Medium hätte ich hier tatsächlich irgendwie Einfluss haben können, ja. Nicht nur spotten können, sondern halt auch gut schießen können, vielleicht sogar was tanken können. Aber ihr seht schon, das ist halt hier überhaupt nicht mit so einem Kack TN-100, dessen Feuerkraft halt auch sehr zu wünschen übrig lässt. Im Vergleich zu einem Medium. Ja, Kanone ist super. Dabei bleibe ich. Ich feiere die immer noch sehr, die TN-100 Lightgun. Trifft auch relativ zuverlässig dafür, dass sie 0,40 Genauigkeit hat auf dem Papier. So, ich fahre mir hier gerade ein bisschen den Arsch wund, um ehrlich zu sein. Ah, den kriege ich leider nicht raus. 430U. Versucht zu helfen. Jawohl, 62er. Kriegst noch einen Schuss unter. Wäre gut. Jawohl, sehr gut. Hallo, ah, Blitz saß leider nicht. Aber gut, schweres Ziel auf die Entfernung. Ich nehme lieber den Dude. Da kann ich zuverlässiger dran Schaden machen. Ja. Ein dummes Geernte. Stell ich mal vor, ich wäre in einem Leo 1 hier, Alter. Ich hätte so Damage gemacht jetzt. Das wäre nicht mehr, feierlich gewesen hier. So, Doppelbusch. Nee, kann ich nicht schießen hier. Muss ich hier rumfahren und versuchen von hier zu schießen. Jawohl. 430 U-Baller die ganze Zeit hier blind rein. Ich weiß, dass du da sitzt. Warplate Snipe? Nee, gut. Ah, ich muss gleich weg, ne? Kommt gleich was hinter mir. Okay, jetzt beschießt mich der T100 von da drüben. Jetzt Warplate Snipe? Nee, auch nicht. Okay, gut. Okay, ich glaube, dann werde ich mich hier geschlagen geben müssen. Ich versuche nochmal auszuweichen. Ich habe gleich Leo und SDB hinter mir. Versuche nochmal hinter in die Ecke zu kommen, um hier so viel Damage wie möglich rauszuholen, weil das ist ja das, worum es beim Light geht, selber Schaden zu machen, weil die Teammates zu unfähig sind. Ist halt auch eine Sache, die mich einfach mega frustriert, ne? Dadurch, dass generell, sag ich mal, die Spielerqualität so sehr gesunken ist in dem Spiel und das Spiel halt generell immer schneller wird, sag ich mal, musst du irgendwie versuchen, oder willst du natürlich irgendwie versuchen, größtmöglichen Einfluss zu haben im Spiel. Aber wenn es ums Ballern geht, hast du halt mit deinem Light fucking null Einfluss. Ja, du wünschst dir halt, du wärst in einem Tank, der auch irgendwie DPM hätte oder eine genaue Kanone hätte. Und da ist man halt mit so einem Light komplett fehl am Platz. Ja? Und deswegen auch für mich ein Riesengrund, warum ich halt zunehmend einfach weniger Light spiele, weil es sich für mich einfach, ist einfach frustrierend. Ja, du siehst, wie links und rechts die Leute sterben und du denkst dir, oh, jetzt wäre Medium oder Heavy, könnte ich hier schön tanken und versuche hier noch ein bisschen was zu regeln. Im Light kannst du einfach nur zuschauen. Ja. Und dazu kommt noch, dass auf so vielen offenen Karten teilweise die Leute auch, keine Ahnung, den Eindruck habe ich, dass die Leute verlernt haben zu schießen. Du präsentierst ihnen die Gegner da komplett offen. Die stehen da und die Gegner müssen eigentlich einfach nur, deine Teammates müssen einfach nur rechtsklick, linksklick, Auto eben irgendwie drauf und die Teammates so, ja, nettes Örtchen hier, ne? Nee, du schießen? Ah, nee, du, ich bin eigentlich Pazifist. Ich bin gegen Gewalt. Ja. Ganz oft das Gefühl, wenn ich spotte. Ja. Aber jetzt, ja. Ihr merkt schon, in dem Video viel mehr labern als tatsächliches Gameplay. Ich hoffe, das ist euch auch mal recht. Weiß nicht, dann freut euch auf die nächste Folge. Da wird es wieder ein bisschen mehr ballern, ein bisschen weniger labern geben. Was es da geben wird, will ich euch aber noch nicht verraten. Ja, mit Abstand Top Damage auf so einer Karte. Die beiden 10er Heavys machen natürlich 0 Damage. Die beiden fetten 10er TDs machen natürlich auch 0 Damage. Why the fuck should I be playing a light? Ja, es ist... Naja, gut. Also, das Ganze werde ich nochmal versuchen zusammenzufassen in dieser Videoserie. Da kommt auch wirklich ein ganz großer Abschnitt zu Lights oder generell Sichtweitenmechanik oder Spotmechanik. Einfach zwei Sachen, die auf Tier 10 eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle spielen, weil unter anderem Map-Design, Matchmaking und einfach Panzerdesign mit sehr viel Sichtweite und sehr hoher Mobilität und das halt nicht nur auf Lights, sondern auch auf Mediums oder Heavies. Ja, das in Kurzform. Alright, dann hoffe ich trotzdem, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls dem so ist, dann lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt ein nettes Kommentar. Ich lese, wie gesagt, so gut wie alle eure Comments. Manche, auf manche antworte ich auch. Und ja, danke euch fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Und wir sehen uns morgen zum 19. Türchen. Bis dahin. Peace.